Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hier ist guter Platz, oder? Es ist mir egal. Hauptsache unterm Sonnenschirm. Es ist nämlich schweineheiß und ich bin für dieses warme Wetter nicht geeignet. Dann sind wir hier genau richtig, denke ich. Ja. Oh. Also das muss man sagen, die Hitze ist unerträglich, aber der Ausblick ist toll. Das stimmt. Hier an der Küste. Ah, wunderbar. Gelato alla vaniglia, gelato alla fragola, gelato alla cioccolato. Caro Signore, Sie sehen aus wie zwei ganz besondere Feinschmecker. Signore, Wünsche, Vorlieben? Meine Auswahl ist fantastico. Vanille mit einem Fellini-Schirmchen oder Fragola in Visconti-Eistüte. Oder hier, ganz besondere Kreationen, Eisbecher Paradiso. Oder hier, speis mir das Eis vom Brot. Oder hier, 8,5 Kugeln für das ganz große Fressen. Verstehen Sie, was darf ich Ihnen bringen? Haben Sie auch Vanille? Nein, nicht für Sie. Sie sehen so aus, als wollen Sie etwas ganz Besonderes haben. Vanille. Eine Kugel Vanille für den Langweiler. Und Sie? Pistazie, bitte. Ach, was bitte ich denn hier? Dann gehe ich halt zu den Nächsten. Wie auch immer. Buona giornata. Das habe ich weiter ausgesprochen. Das Leben ist schön. Addio. Ja, Cornetto wäre mir lieber gewesen. Oh, hallo. Sorry, dass ich zu spät bin. Puh. Oh, hallo. Okay, ich muss mir kurz hier noch was zu drin. Oh, ihr habt ein Eis. Wo habt ihr denn das Eis her? Ein netter Eisverkäufer. Ich glaube, es war ein Obdachloser. Naja, gut. Also, ich bin bereit. Jo, wollen wir einfach starten? Jo. Eine Frage noch. Selbstverständlich. Warum zum Teufel sind wir jetzt eigentlich für die neue Folge der Weltreise ex nach Italien gefahren? Weil es in Deutschland nicht warm genug ist. Wir wollen richtig schwitzen. Genau. Außerdem ist die Aussicht okay. So schön. Das stimmt. Aber ihr seid schon ein bisschen geisteskrank. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Teleweltreise, einem Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme außerhalb Amerika und des Giganten Hollywood sprechen. Und wie ihr es vermutlich schon gehört habt, haben wir uns heute ins schöne Italien begeben, um euch heute ein paar schöne Filme darstellen zu dürfen. Und ich bin natürlich auch nicht alleine, mit dabei ist wie immer der Paul. Hallo. Und der Stu. Hallo. Ich wollte erst Olla sagen, aber Olla ist nicht italienisch, oder? Nein. Namaste übrigens auch nicht. Und da habe ich mich doch so gut drauf vorbereitet. Oh. Ich habe einmal die Klischeekiste geöffnet, aber egal. Ja. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei bist. Stimmt, Stu ist zum zweiten Mal heute dabei. Sowas gibt es ja, sonst nach nicht, Frankreich, außer wir. Ja, nach Frankreich, Italien. Ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn es so in europäische Urlaubsländer geht, bin ich am Start. Nächstes Mal kommt dann Kroatien und dann Rumänien und Weißrussland. Das wird schön. Genau, heute haben wir uns natürlich wieder ein bisschen zeitlich eingeschränkt auch. Wir sind da ein bisschen, also nicht ganz genau, aber wir beginnen so ab Neorealismus und bewegen uns dann auch primär in diesen Kreisen, gehen aber auf jeden Fall auch ein bisschen hoch in die 70er und in die 80er. Und jeder hat drei Filme mitgebracht oder auch eine Serie tatsächlich. Heute ist mal ein bisschen besonders. Und über die sprechen wir heute einfach mal ganz normal. Und genau. Ich glaube, es wird eine etwas subjektivere Folge, ähnlich wie bei China, unserer ersten Ausgabe. Also wir werden hier keinen so großen Rundumschlag machen können. Vielleicht kommt das später nochmal bei einer anderen Weltreise, aber heute geht es so mehr um persönliche Lieblingsfilme oder eben aus Filme, die wir sehr empfehlenswert halten und eben gerne etwas näher bringen würden. Genau, wenn ihr übrigens selber Filmempfehlungen oder eure Lieblingsfilme aus Italien habt, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Da wären wir dran interessiert, was denn eure Favoriten so sind. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht um den heißen Brei herum, sondern fang einfach mit dem ersten Film an und da würde ich euch den Vortritt geben wollen. Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich habe einen Film mitgebracht, der ein
in einem Subgenre beheimatet ist, den sehr viele mit Italien assoziieren, aha, den sogenannten Spaghetti oder auch Italo-Western. Und da gibt es ja wirklich eine mannigfaltige Auswahl von guten bis grandiosen Werken. Natürlich Sergio Leone an allererster Stelle. Ich habe wirklich lang mit mir gehadert, welchen Film ich nehmen soll. Und das soll ja hier keine Abhandlung werden zum Thema Italo-Western. Das wäre, glaube ich, ein eigener Podcast wert, der dann sehr lang und sehr ausufern werden könnte. Ich habe mich dann irgendwann entscheiden müssen zwischen zwei Werken von Sergio Corbucci, nämlich Leichenpflastern seinen Weg von 1968 und den zwei Jahre jüngeren Django oder Django. Und ich habe mich für Django entschieden aus einem ganz einfachen Grund. Django hatte ich noch so ein bisschen mehr gespeichert in meinem Hirn, weil ich den erst vor so ein paar Monaten gesehen habe. Beides aber großartige Filme. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, Leichenpflaster, seinen Weg ist einer der besten Western aller Zeiten. Aber auch Django ist verdammt gut. Und Django erzählt von, halt euch fest, ihr werdet es kaum glauben, von einem Typen namens Django, gespielt von Franco Nero. Ach. Ja, ich weiß, es überrascht mich jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke. Das ist der Wahnsinn. Also von wegen hier großer Plot-Twist, Sixth Sense und Fight Club. Nein, Django in Django. Wahnsinn, super. ja, was zeichnet Django aus? Wie sehr viele Italo-Western ist er vor allem im Kontext der damaligen Zeit sehr pessimistisch, sehr brutal. Er hat eine ganz eigene Art der Ästhetik. Also wenn wir an Western denken, denken wir hauptsächlich an eine Ästhetik, nämlich Staub, Dreck, Hitze. Bei Django ist es aber anders. Django besteht aus Schlamm, aus Nässe, aus Feuchtigkeit, alles wirkt immer so ein bisschen aufgequollen, irgendwie sehr dreckig, miefig, und durch diese Ästhetik wandert halt eben Django, und er ist nicht mit einem Pferd unterwegs, sondern mit einem Sack, den er hinter sich herzieht, und im Laufe der Handlung erfahren wir dann, was in diesem Sack drin ist. Es sei so viel verraten, dieser Sack wird für sehr viele Tote sorgen, und Django ist für mich durchaus einer der wichtigsten Vertreter des Italo-Westerns. Er hat auch sehr viele Nachfolger mit sich gezogen, die allesamt nicht an das Original heranreichten. Und ja, Django, für mich einer der ganz großen Italo-Western. Wie gesagt, nicht der beste vielleicht, aber halt einer, wo mein Herz, glaube ich, schon mit am meisten Purzelbäume schlägt. Und jetzt dürft ihr was sagen. Also ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen, den Film. Ich auch nicht, deswegen war ich so still. Ist es denn trotzdem schon noch ein Spaghetti-Western oder würdest du schon nochmal als eine eigene Art Western bezeichnen? Ich finde schon, dass du den sehr deutlich verorten kannst im Italo-Western-Bereich. Einfach, weil er sehr brutal ist, weil er sehr pessimistisch ist. Das ist kein Film oder kein Held, den man als Helden wirklich definieren kann. Eher halt so als eine Art Anti-Held. Deswegen, ja, für mich ist das ganz klar ein Italo-Western. Übrigens ist es ein gutes Double-Feature, halt mit leichten Pflastern seinen Weg, weil der hat ja auch ein ganz eigenes Setting mit seiner Winterlandschaft. Mhm. Ja, ich bin, was das anbelangt, tatsächlich quasi nur in diesen, also spiel mir das Lied vom Tod in dieser Kategorie mit Italo-Western bewandert. Ja. Hängt wahrscheinlich auch dazu, ich kann selten, also nicht so viel mit Western anfangen, weil ich irgendwie immer so diesen Gegenpart zu den ganzen japanischen Filmen habe und die meistens einfach irgendwie noch besser finde. Auch wenn die Musik von Enrico Morricone ja meistens da noch ein deutlicher Pluspunkt bei den Italo-Western sind. Ja, also ganz klar, ohne das japanische Kino gäbe es kein Italo-Western. Also dieser Yojimbo war ja wirklich so die Vorlage für das, was dann Leone draus gemacht hat mit Clint Eastwood. Ich finde aber den Italo-Western immer noch unglaublich interessant, weil er wirklich, und das muss man sich halt wirklich im Kontext zur damaligen Zeit ansehen, der hat halt wirklich dieses uramerikanische Genre genommen, sich das angeeignet und diesem Genre so ein bisschen ja die Zähne gezogen. Mhm. Also jetzt nicht, dass er, also eine Zähne gezogen ist falsch gesagt, vielmehr hat er ihm die Zähne angespitzt. Denn diese amerikanischen Western, das waren halt so Plädoyers und Lobhudeleien auf diesen klassischen Helden. Ja.
Und die Italo-Western haben dann dieses Bild des Helden genommen und haben ja das Bild halt in den Dreck geschmissen. Das ist ein schönes Sinnbild, was auch perfekt zu Django passt. Was ich vor allen Dingen immer mochte, ist, dass die eher so, also die ich jetzt gesehen habe, diese ruhige Herangehensweise hatten und nicht so, also die haben ganz viel durch Beobachten der Situation gemacht. Nun weiß ich nicht, ob das nur bei Sergio Leone so war oder ob das jetzt auch in diesem Vertreter zum Beispiel der Fall ist oder ob der schon ein bisschen mehr Zack hat. Nee, also Django ist schon zackiger. Der ist deutlich zackiger als jetzt okay. Leone. Ich habe auch immer gerne gesagt, dass Leichen fassen seinen Weg und Django sind nochmal die überräudige Stufe des Italo-Westerns. Also Leone, das ist ja schon trotz all diesem Schmutz, ist das ja schon hat er schon eine gewisse Opulenz, eine gewisse Epik, ein gewisses etwas Pompöses und auch eine gewisse Ruhe. Ne? Ich meine, alleine halt die Anfangssequenz in Spielmäßig zum Tod. Ne, ist halt legendär, aber halt eben auch sehr zeitintensiv. Und Django ist da wirklich, der kommt relativ schnell zum Punkt. Okay. So, ich möchte jetzt mein Eis weiter essen, das schmilzt dann. Ja, das war ja auch noch bei mir ein Film für die Watchlist. Generell Sergio Corbucci, da habe ich noch eine Lücke auf jeden Fall. Ja, ich fürchte, bei mir ist es generell noch Italo-Western. Da habe ich auch noch einiges nachzuholen. Aber schön, dass wir das wenigstens so damit hier vertreten hatten. Denn ich glaube fast, wir werden nicht nochmal darin zurückkommen. Nee, vermutlich tatsächlich nicht mehr. Genau. Aber da finde ich es dann umso schöner, dass es dann halt ein bisschen speziellerer Film nochmal ist und dann nicht einfach einer von Sergio Leone, weil die kennt vermutlich der Großteil und dann ist mit Django und genau mit Sergio Corbucci vielleicht nochmal ein Schnuff mehr besonders. Ja. Dann einfach sagen, wir fahren dann einfach direkt fort und Paul, würdest du dann weitermachen wollen? Klar, dann gehen wir nochmal zeitlich gesehen ein bisschen zurück, nämlich da, wo wir gesagt haben, fangen wir so ein bisschen an in den Neorealismus, in den italienischen Neorealismus ins Jahre 1945. Ein Film, der noch während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges vorbereitet wurde und der von Roberto Rossellini ist. Lukas und ich hatten übrigens jetzt erst vor kurzem einen Podcast zu der Dokumentation zur Rossellini-Familie, ich glaube im Rahmen des Dogfests. Ja, da könnt ihr ja mal reinhören. Gewesen sein. Genau, da gab es eine Dokumentation über Roberto Rossellini beziehungsweise über diese Rossellini-Familie, The Rossellinis, glaube ich, hieß die. Genau, und jetzt soll es halt um seinen Film gehen, Rom, offene Stadt. Das ist wahrscheinlich eins der herausragendsten Filmbeispiele des italienischen Neorealismus. Eben so eine Filmepoche, die sich während des Zweiten Weltkrieges in Italien entwickelt hat, beziehungsweise während des italienischen Faschismus. Ja, und die war sehr prägend für die kommenden Filmjahre und allgemein ja entstanden da sehr wirklichkeitsnah oder sehr realistische Filme, die bis heute vor allem auch beeindruckende Zeitzeugnisse sind, würde ich sagen. Und Rom, offene Stadt ist sozusagen der Durchbruch des Neorealismus oder er sorgte dafür, dass der Neorealismus sich immer weiter etablierte und war gleichzeitig der Auftakt zu Rossellinis neorealistischer Trilogie, bestehend eben aus diesem Film und dann noch Deutschland im Jahre Null und Paisa? Genau. Vielleicht kurz zur Hintergrundgeschichte. Die öffentliche Vorführung dieses Films war damals hier in Deutschland, beziehungsweise in der BRD, verboten. Und bis man dann in den 1960ern gesagt hat, gut, wir erlauben es vielleicht doch, wir kürzen hier oder da was oder wir synchronisieren das andere ein bisschen um. Naja, und seitdem gibt es den in unterschiedlichen Fassungen zu sehen, in der DVD-Veröffentlichung, die ich hier besitze, das ist irgendwie was von der Cinemathek der Süddeutschen Zeitung, keine Werbung. Da gibt es die deutsche Synchro und die italienische Fassung. Und wenn man die deutschen Untertitel, die ja eigentlich für den Originalton gemacht worden sind, unter der deutschen Synchro laufen lässt, dann gibt es da kleine Unterschiede oder Verharmlosungen oder so Auslassungen, die schon irgendwie auffällig sind, weil es eben eins zu eins aus dem Italienischen übersetzt ist. Genau, ja. Um was geht's? Aber, Entschuldigung, wenn ich jetzt einfach mal frage, aber was genau sind das dann für Art von Zensuren? Naja, das sind, ich sag mal, Verharmlosungen. Also zum Beispiel wir befinden uns natürlich im Zweiten Weltkrieg und in der deutschen Synchronisation wird
der Name Deutsch oder das, die Deutschen, das wird fast nie ausgesprochen, sondern das sind immer, also entweder, also das wird immer umschrieben und nicht genannt, wie es tatsächlich war. Und so, und aber im Untertitel siehst du, wie halt die ganze Zeit, die sagen, die Deutschen, oder, und im Original sagen sie aber, sie haben unser Haus besetzt, oder, ja, in die Richtung geht okay, das. Okay, gut, danke. Genau, aber damit sind wir ja, worum es geht. Also wir befinden uns in Rom zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und ja, die dort ansässigen Faschisten, die verfolgen und bestrafen jeden noch so kleinen Widerstand gegen die Deutschen. Und wir sehen unter anderem den Priester Don Pietro und auch Giorgio Manfredi oder auch Francesco und seine Verlobte und die sind alle mehr oder weniger in den italienischen Widerstand verwickelt. Und diese Charaktere und auch ein paar Deutsche begleitet der Zuschauer halt über den Film hinweg bis zum bitteren Ende, denn so viel kann man glaube ich vorwegnehmen, der Film zeigt auf jeden Fall den Schrecken, der da auch vor sich ging. Ja, garantiert, also ich muss sagen, dass bei Roberto Rossellini ist ja wirklich schon der Begründer des Neorealismus auch garantiert, dass die Trilogie auch alle drei Filme sind so die so das Beste, was wahrscheinlich der Neorealismus oder allgemein oder was auch Roberto Rossellini meines Erachtens nach zu bieten hatte. Und Rom offene Stadt ist dann natürlich da direkt so ein richtiges Mammutwerk gewesen. Ja, definitiv. Der war ursprünglich auch als eine Dokumentation, glaube ich, geplant über einen italienischen Priester zu dieser Zeit. Ja, doch irgendwie wuchs das Projekt immer weiter. Und ich habe noch einen lustigen Funfact gelesen, weil es irgendwie am Set kaum Elektrizität gab. Da haben die Filmemacher die angeblich die Büros der amerikanischen Armeezeitung angezapft, um sich damit mit Strom zu versorgen. Aber ja, ich find's auch schön, dass dieser Film eben größtenteils darauf verzichtet, einfach nur schwarz-weiß zu malen. Natürlich charakterisiert er die Bösen und die, beziehungsweise die Schrecken ganz deutlich. Er ist halt nüchtern und erzählt das dokumentarisch und das macht ihn irgendwie für mich noch eindrucksvoller. Und dann zumal noch hinter der, vor der Kulisse, das, boah. Ja, garantiert. Das muss ich auch sagen, die Bilder sind auch so einer der ganz großen, großen Pluspunkte des Films oder der drei Filme auch, weil das ist wirklich immer, das ist der Wahnsinn. Das fand ich zum Beispiel auch bei Deutschland im Jahre Null ist das auch wahnsinnig spannend, sich das anzugucken, weil das halt wirklich im zerbombten Berlin gefilmt wurde und dann hat man da wirklich Panoramen von dieser zerstörten Stadt und das ist schon der Wahnsinn auf jeden Fall. Ja, es ist krass. Also halt einfach auch der Film, nicht nur als Film eben, was er erzählt, sondern eben ja als Dokument dieser Zeit. Ja, garantiert. Sehr krass und sehr empfehlenswert, wenn man jetzt sich den italienischen Neurealismus anschaut. Und ich hänge jetzt einfach mal noch kurz einen, auch noch einen, der auch so ein bisschen aus dem Neurealismus stammt, aber ich glaube ein paar Jahre später kam, nämlich Fahrraddiebe. Über den will ich gar nicht so viel verlieren. Da kam drei Jahre später, 48. Den würde ich aber auch nochmal unter dem Gesichtspunkt empfehlen, dass der nämlich eine ganz andere Herangehensweise daran hatte, denn der erzählt auch eine andere Geschichte, aber bei dem ist das Ganze viel lockerer und fast schon ein bisschen komödiantisch oder ein bisschen Feelgood, was jetzt hier bei Rom offene Stadt gar nicht der Fall ist. Aber es gibt auch die anderen Beispiele, also der Neorealismus ist jetzt nicht nur so starr und kalt, wie es jetzt vielleicht der Film offene Stadt vermuten lässt. Das stimmt und das hat auch Roberto Rossellini später auch hin und wieder gezeigt, dass es auch ein bisschen anders gehen kann, so mit Reise nach Italien oder Stromboli und so, das ist natürlich alles mal ein bisschen auch ein bisschen anders. Ich glaube, es ist dann, also die Trilogie ist in dem Fall dann auch auf jeden Fall speziell, weil sich da Rossellini halt direkt und gerade schon erwähnt, auch im Krieg schon angefangen hat, damit auseinanderzusetzen und da dann natürlich das ist natürlich dann nochmal was anderes, weil das natürlich auch einfach ein Thema war, das bis heute sehr erschreckend ist und da halt noch ganz frisch. Ich glaube, alles andere wäre da auch nicht richtig gewesen, wahrscheinlich da jetzt anzufangen, das irgendwie mit Humor da irgendwie ranzugehen oder so. Ja, klar, ja. Genau. Allgemein kann man auf jeden Fall sagen, mit Roberto Rossellini macht man, glaube ich, nicht viel falsch, wenn man sich für den Neorealismus interessiert oder interessieren möchte.
dann, wie Paul gerade schon gesagt hat, Vittorio De Sica mit Fahrraddiebe oder Umberto D. Und ansonsten sehr zu empfehlen sind dann auch noch Michelangelo Antonioni zum Beispiel mit La Notte oder La Ventura. Oder Luschino Visconti. Das ist, glaube ich, ganz furchtbar falsch ausgesprochen. Aber das ist so, wer sich mit Neorealismus auseinandersetzen möchte, das sind auf jeden Fall, würde ich sagen, ein guter Start. Mhm. Ja, ich würde einfach mal direkt weitergehen. Ja. Und zwar, wenn wir schon beim Neorealismus sind, weil das war jetzt tatsächlich auch schon fast der einzig richtig neorealistische Vertreter unserer kleinen Liste. Aber da habe ich mich dann entschieden, nochmal einen Film zu nehmen, der so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Und zwar ist das der Film Ein besonderer Tag von Ettore Scola aus dem Jahr 1977. Also das ist dann schon ein paar Jahre älter, der Film. Und der Film hat auch ein sehr kleinen Cast. Und zwar eigentlich nur zwei Leute primär, und zwar einmal Marcello Mastroianni und Sophia Loren oder Loren, wahrscheinlich eher Loren. Hm. Genau, und der Film spielt, was jetzt thematisch dann auch nochmal ganz gut passt, im Jahr 1938 am 6. Mai, und zwar ist zu der Zeit war Adolf Hitler in Italien auf einem Staatsbesuch und hat dort halt Benito Mussolini besucht, und an dem Tag war eine Parade quasi zu Ehren des Diktators, und es geht da eigentlich um eine Familie, bestehend aus Emanuele und Antonietta. Antonietta, da gespielt von Sophia Loren. Die haben 6 Kinder und sind halt durch und durch Faschisten, wie man zu der Zeit der Großteil natürlich in Italien war. Und der Mann und die 6 Kinder wollen halt zur Parade gehen, um der Parade beizuwohnen. Und die Frau bleibt halt zu Hause, um sich um den Haushalt zu kümmern und so. Und in diesem, und während sie ihren Aufgaben nachgeht, entwischt ihr Vogel oder der Haustiervogel, Beo heißt der. Und auf der Suche nach dem trifft sie einen Nachbarn in dem Apartmentkomplex, in dem sie leben, und zwar Gabriele, gespielt von Marcello Mastroianni. Und im Endeffekt geht es dann in dem Film eigentlich um die beiden, wie die beiden sich ein bisschen kennenlernen und einfach sich unterhalten über die verschiedensten Dinge. Primär geht es dann um die Politik, und genau, das ist, genau, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Also das klingt natürlich jetzt erstmal wie, als ob es jetzt irgendwie eine klassische Liebesgeschichte oder so wäre, aber das ist auf jeden Fall garantiert nicht. Also das ist auf jeden Fall, da erwartet ihr was Falsches, sage ich mal, wenn jetzt eine Liebesgeschichte erwartet, dann ist es eigentlich viel mehr, weil es geht dann eigentlich viel mehr um diese Zeit des Faschismus noch vor dem Zweiten Weltkrieg und Probleme, die sich da schon aufzeigen. Und zum anderen Teil hat man dann auch zwei Personen, die sehr verschieden sind auf jeden Fall. Und das ist wirklich sehr spannend, weil es ein sehr ruhiger Film ist, weil es primär Emotionen und alles wird eigentlich über Dialog vermittelt. Und so schafft der Film dann auch oft hier und dort kleine Twists einzubauen, die wirklich den nochmal richtig Schwung da reinbringen. Und was ich an dem Film so mag, ist so die ganze Atmosphäre, die in dem Film geschaffen wird, weil der Film spielt eigentlich die ganze Zeit in Apartments oder in Wohnungen, in recht engen Räumen, sag ich mal. Und man unterhält sich die ganze Zeit und man hört im Hintergrund eigentlich den ganzen Film über diese Parade. Also man hört die ganze Zeit Instrumente und man hört so Gejubel. Das baut dann so einen riesen Kontrast auf einfach zu dem, was quasi in diesen kleinen Räumen gerade passiert. Warum ich den Film jetzt ausgewählt habe, um den jetzt direkt vorzustellen, ist, da der Film nochmal, finde ich, diesen Neorealismus ein bisschen zurückholt, auf jeden Fall im Jahr 1977. Ich meine, da war das eigentlich Thema schon gegessen, könnte man sagen. Und der Film holt das nochmal sehr gut wieder.
Und natürlich, Marcello Mastroianni ist natürlich dann auch immer noch mal ein guter Punkt, um dahin zurückzukehren, so. Der ist natürlich dann da schon ein bisschen älter, aber immer noch wirklich wunderbar und würde ich auch schon fast behaupten, vielleicht sogar einer seiner tollsten Rollen, grandiosesten Rollen. Und das ist auf jeden Fall, das ist sehr hochgegriffen, vor allem, weil später noch ein Film kommt mit Marcello Mastroianni, der ja, guter Film ist, würde ich einfach mal so sagen, aber ich will noch gar nichts vorwegnehmen. Auf jeden Fall, genau, das ist ein besonderer Tag und den kann ich wirklich jedem ans Herzen legen, weil es wirklich ein ganz toller Film ist. Ja, er steht auch bei mir schon ganz lange auf meiner Watchlist und nicht zuletzt wegen Marcello Mastroianni. Ja, ich bin aber leider noch nicht zuvor gekommen, weil ich habe ihn noch nirgends gefunden, wo ich ihn anschauen kann. Und auch die DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung sieht sieht bescheiden aus, zumindest hier in Deutschland. Weiß nicht, Stu, hast du was von dem schon mal gesehen oder so? Ich war jetzt ja etwas leise. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich wusste von Existenz des Films Rom, offene Stadt. Mehr kann ich dazu nicht beisteuern. Und zu dem Film, den ihr jetzt besprecht, habe ich noch nie zuvor was gehört. Gut. Naja, also mir geht es ja mit dem jetzt auch so. Also ich kann leider nichts, aber ich habe auf jeden Fall Lust und jetzt nach dem, was du gesagt hast, Lukas, noch mehr. Gut, dann habe ich, das ist schon mal schön, dass ich dann schon mal auf jeden Fall eine Person erreichen konnte. Ja, komm ich jetzt mir auch auf die Watchlist, was soll's denn? Gut, dann schon zwei, dann jeden Tag eine gute Tat. Und wenn er auch auf eurer Watchlist landet, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja, sehr gerne. Genau, ansonsten, wenn ihr zufällig in Amerika lebt, Zwinker, kann man den auch über den Criterion Channel tatsächlich gucken, den Film. Ah, warum nehmen wir nicht in Amerika auf, sondern hier? Genau, das wollte ich noch einmal erwähnt haben. Genau, also große Empfehlung von mir, ich kann es empfehlen. Genau, und dann würde ich den Ball auch direkt wieder zu Stu zurückwerfen. Den Ball? Ja. So einen Wasserball mit? Den Wasserball, natürlich. So, ich muss aufpassen, nachher trete ich hier noch eine Feuerqualle. Okay, pass auf, Jungs. Jetzt hatten wir pessimistischen Western. Wir hatten jetzt auch Neorealismus, oder? Ja, genau. Gut. Also beides Sachen, die nicht gerade für ihren Optimismus und ihre Lebensfreude bekannt sind. Es wird also mal ein bisschen Zeit, in diese Weltreise ein bisschen Charme, Esprit, Liebe einzubringen. Und das mache ich jetzt, bedankt euch später. Ich habe euch den Film Cinema Paradiso aus dem Jahre 88 mitgebracht, der zwei Jahre später sogar einen Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film gewonnen hat. Ein Film inszeniert und geschrieben von Giuseppe Tornatore. Und es ist eine Lebensgeschichte quasi. Erzählt wird die Geschichte des kleinen Toto, der als Halbwaise in einem fiktiven sizilianischen Dorf aufwächst. Und für ihn ist das Größte halt das Kino, was betrieben wird vom Alfredo. Und das ist so eine Art, ja, Mentorenrolle nimmt dieser Alfredo für ihn ein, aber auch etwas Väterliches hat der Alfredo. Und wir erfahren halt eben zum einen, wie sich so nach und nach die Liebe zum Kino bei Toto aufbaut. Zum anderen lernen wir aber auch viel über Sizilien, denn es spielt nach dem Krieg. Also wir werden auch immer wieder Zeuge, wenn halt irgendwelche alten Gebäude gezeigt werden, die natürlich zerbombt worden sind. Es wird auch erzählt über die sizilianische Gesellschaft. Damit ist jetzt nicht Mafia gemeint. Keine Panik, Mafia haben wir noch im Köcher gleich. Und das ist ein sehr schöner Film. Es gibt zwei Fassungen von diesem Film. Einmal die normale Kinofassung mit knapp 2 Stunden und einmal ein Director's Cut, der geht knapp 3 Stunden. Der Director's Cut ist auch gut. Ich favorisiere aber die Kinofassung, weil der Director's Cut verschiebt den Fokus sehr deutlich. Im Director's Cut ist nämlich die Liebesgeschichte zwischen Toto und seiner Angebeteten, die er im Teenageralter kennen und lieben lernt, sehr deutlich prominenter im Spotlight als in der Kinofassung. Und der Film ist, ich will ehrlich sein, er ist nicht unbedingt so gut gealtert, aber er hat wahrscheinlich mit einer der schönsten Abschlussszenen der Filmgeschichte, die ich jedes Mal wunderbar rührend finde.
Man kann den Film natürlich auch vorwerfen, dass er sentimental und nostalgisch ist, aber ich finde, das darf er gerne sein, weil ich finde, dass der Giuseppe Tornatore da auch immer wieder genügend, ja, Ironie und so kleine Frotzeleien eingebaut hat, um zu zeigen, Leute, so geil war es damals jetzt auch nicht. Was aber halt immer toll war, war halt das Kino. Und dafür verbeuge ich mich vor Cinema Paradiso, denn es ist einer der wenigen Filme, dem es gelingt, die Liebe zum Kino wirklich auf die Leinwand zu zaubern oder halt eben heutzutage auf unsere Monitore. Also wenn ich an ihn denke, komme ich so... Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn auch Gott sei Dank. Wenn ich daran denke, komme ich aber sonst auch ins Schwärmen. Ich könnte ihn nicht mehr so... Also ich habe die Handlung an sich, es ist schon ein bisschen her, nicht mehr so ganz so klar im Gesicht, aber auf jeden Fall dieses Feeling irgendwie, das er vom Kino vermittelt hat, das ist bei mir immer noch sehr, sehr präsent. Ja, ja, genau. Garantiert. Also ich habe den erst vor 3 Monaten ungefähr gesehen und wie herzzerreißend, herzerwärmend diese Geschichte erzählt wird, ist wirklich, ist wirklich ein schöner Film einfach. Ja. Und ich finde auch, was ich auch sehr reizvoll an diesem Film finde, ist, dass der Tornatore ja auch wirklich auch eine Kritik beinhaltet hat. Einmal natürlich vom Aussterben des Kinos, aber auch so zum Thema Zensur. Denn ein wichtiger Part der Handlung ist ja der, ich nenne es mal Dorffahrer, der immer dann ins Kino geht, dann bekommt er eine Privatvorführung. Ja. Und wenn es dann irgendwelche Szenen gezeigt werden, die halt nicht christlich sind, also ein Kuss, ein blanker Busen oder irgendwas Sonstiges, dann hat er immer so ein kleines Löckchen und klingelt damit immer und dann wird halt die Filmrolle halt markiert, das muss rausgeschnitten werden. Ja. Es gibt so, ich finde das allgemein, wie das Kino eben damals funktionierte oder so. Also wie das in diesem kleinen Örtchen, wie das, was es für ein Event war. Das hat was Charmantes. Ja, durchaus. Also ich will ehrlich sein, es gibt ein paar Szenen in dem Film, wo ich mir denke, okay, die haben ihren Spaß, aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze jetzt gerade im Kino, möchte einen Film gucken, wäre das keine so tolle Umgebung, auf meinen Film Fall. Zu sehen. Ja, ist wirklich, ja. Ja. Und es gibt auch ein paar Szenen, wo ich dann auch denke so, okay, das ist schon ein bisschen krass. Also zum Beispiel, es läuft halt ein Film, wo ein Mann und eine Dame so schon ein bisschen, ja, jetzt nicht, also heutzutage wäre es halt FSK 0, aber damals war das wahrscheinlich schon harter Tobak. Und dann sieht man halt eine Reihe von Jugendlichen, die sich gerade einen runterholen. Und das ist aber jetzt nicht so inszeniert nach dem Motto so, guck mal da, diese Schweine, sondern es ist wirklich so herzlich inszeniert. Es ist sehr seltsam, aber das macht es auch irgendwie schön. Ja, wenn wir Cinema Paradiso, würde ich wirklich sagen, ist wahrscheinlich aus der Liste der Film, wenn ihr jetzt nicht direkt in Pessimismus oder in irgendeinen destruktiven Nihilismus abdriften wollt, ist das wahrscheinlich die beste Wahl. Und wahrscheinlich funktioniert er aber für Kinoliebhaber oder für Cineasten oder so auch nochmal ein Stück besser, weil er eben diese Liebe nochmal viel. Also da spielt man das ganz anders wahrscheinlich. Ja. Ja, garantiert. Glaubt ihr, es kommt in den nächsten Jahren ein Remake? Netflix Paradiso? Also ich meine, solche Filme, die das Kino auf irgendeine Art und Weise abfallen, die gibt es ja fast jedes Jahr, oder? Findest du? Also ich finde schon. Also allein, ja gut, jetzt nicht jedes Jahr, aber in den letzten Jahren. Also Once Upon a Time in Hollywood so, zum Beispiel. Oder also es Igor gibt Cabré. Halt nicht. Ja, okay. Es gibt ja zwei Arten von Filmen, die das Kino zelebrieren. Einmal die Filme, die es halt inhaltlich, ja, hör gut zu, jetzt kannst du das lernen. Filme, die das halt inhaltlich machen, wie Cinema Paradiso oder Hugo Cabré. Und dann gibt es natürlich auch die Filme, die das Kino einfach in der Hinsicht zelebrieren, weil sie die halt offenbaren, guck hier, ich auf der großen Leinwand, da gehöre ich hin. Ja, klar. Ich muss sagen, Letzteres ist ein bisschen wenig geworden. Jetzt nicht nur durch die Pandemie. Stimmt. Also der letzte große Blockbuster, wo ich halt wirklich im Kino saß und dachte, danke, dass ich den im Kino sehen durfte und ich dann auch oft im Kino geguckt habe, war halt Mad Max Fury Road, der jetzt nicht italienisch ist, aber sei mal herbeet. Nee, das stimmt. Aber thematisch, finde ich, kehrt man da immer so ein bisschen nach zurück. Und das gelingt auch nicht immer, wie ich finde. Also manchmal merkt man schon, ja, jetzt versucht man sich vielleicht nur auf diesem Thema auszuruhen. Bei mir funktioniert es dann trotzdem fast immer, auch wenn ich
Ja, mal sehen. Es kommt halt auch immer darauf an. Also, was mir noch einfällt, ist natürlich Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Ja. Die Szene, wenn Margot Robbie als Sharon Tate ins Kino geht. Wobei da die Zelebrierung des Kinos für mich nicht funktioniert, weil da halt mehr sie im Vordergrund steht. Ja, aber ich finde den ganzen Film würde ich halt schon als Zelebrierung bezeichnen. Ich würde es eher als eine Zelebrierung einer Ära bezeichnen. Ja, das kann auch sein. Und es ist natürlich. Aber gut, wir schweifen ab. Aber ging es denn nicht auch, also er musste ja dann auch in dem Italo-Western mitspielen. Also so weit entfernt sind wir da gar nicht von Italien. Stimmt. Beschwert ja, aber genau, aber wir können ja trotzdem wieder kurz umschwenken und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich habe jetzt als nächstes schon wieder einen Film, der so ein bisschen im Zweiten Weltkrieg spielt. Wir haben viel Krieg heute hier, aber vielleicht können wir kurz den Exkurs machen, weil was wir gar nicht haben in unserer Liste sind italienische Horrorfilme. Und da ich kein großer Horror. Bud Spencer. Ja, das aber Horrorfilme, wie ich jetzt zumindest noch mal kurz hier erwähnt habe, gibt es italienische Horrorfilme, die euch sehr präsent sind? Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 gesehen, aber ich bin jetzt auch nicht der große Horrorfan. Da habe ich noch keinen gesehen. Also, sowas wie halt, Suspiria? Ich würde gerade sagen, so Dario Argento habe ich auf der Liste drauf, aber noch nicht geguckt, weil bei mir jetzt gleich, also ich bin jetzt nicht der. Also Horror ist aber nicht mein Lieblingsgenre oder Thriller. Ja. Genau, geht's mir. Kurz gesagt, ihr beide seid Waschlappen. Okay, das mal kurz hier abhandeln. Also ich habe sehr viel von dem Zeug gesehen, damals in jungen Jahren halt, weil es verboten war. Teilweise sind die Filme ja immer noch im Index oder beschlagnahmt. Die haben auch ihren Reiz durch ihre Räudigkeit. Ich habe einen guten Kollegen, der beschreibt die Filme immer mit den schönen Worten, ja, die haben Stallgeruch. Das passt sehr schön, wenn bei so Sachen wie jetzt Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Aber ich finde die, also von meiner Warte aus her, ich habe die fast alle geguckt. Ich fand ein paar ganz okay, ein paar fand ich auch richtig scheiße. Aber so richtig interessant sind halt wirklich, finde ich, diese Giallos. Gerade halt eben der eben erwähnte Dario Argento. Gerade so Spiria, das Original ist schon ein Erlebnis, ist schon ein Rausch der Eindrücke. Das sind keine Filme, wo man jetzt auf eine Narration vertrauen sollte. Das ist dem Argento ziemlich Schnuppe. Mhm. Aber was da halt visuell und ästhetisch aufgefahren wird, ist das schon wirklich grandios, wirklich Bombe. Ich hatte auch überlegt, einen dieser Filme zu nehmen, aber dann musste ich einfach ehrlich zu mir selbst sein. Das ist dann auch nicht so mein Ding. Ich habe nichts gegen Horror. Ich finde Horror sehr interessant. Aber dieser italienische Horror war nie so meins. Ich fand ihn gerade, ich habe jetzt gerade mal geguckt, welchen ich gesehen habe. Es war einer von Mario Bava. Und der ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil der auf Deutsch hieß Die toten Augen des Dr. Dracula und es gab keinen Dr. Dracula in diesem Film. Ja, das ist allgegenwärtig. Im Original heißt es übrigens Kill Baby Kill. Womit ich mich mal in die Nesseln gesetzt habe bei so ein paar Fans des Genres, da wollte ich mich schlau zeigen und belesen und habe halt Lucio Fulci falsch ausgesprochen, nämlich als Lucci Fucci. Das hing mir dann auch jahrelang nach. Na gut. Wir sollten besser das Thema wechseln. Ansonsten. Ich hoffe, die Horrorfans verzeihen uns. Tut uns leid. Irgendwann kommt das Horror-Special. Genau, vielleicht machen wir mal ein Horror-Special, wo wir dann einfach Horrorfilme aus aller Welt behandeln. Ja. Und dann können wir uns gruseln. Ob wir dann dabei sind, das sei mal dahingestellt. Ich nehme Klassentreffen 1.0. Ja, definitiv verdient auf der Liste wahrscheinlich. Ich mach weiter mit Liebe und Anarchie. Nicht zu verwechseln. Mir würde es sehr gefallen, wenn du den Originaltitel einmal vorlesen würdest. Der ist ultra lang. Ja. Film d'amore e... nee. Der ist echt zu lang. Ich weiß auch gar nicht, was der übersetzt heißt. Das musste ich nochmal schauen, aber nicht jetzt. Übrigens nicht zu verwechseln mit der schwedischen Fernsehserie Liebe und Anarchie, die, glaube ich, auf Netflix läuft. Jedenfalls bin ich auf meiner Recherche immer auf die gelandet und dann, das war doch gar nicht Inhalt des Films. Egal. Der Film ist... Von 1973 ist ein Film der Regisseurin Nelina Wertmüller. Das heißt, wir haben jetzt mal wieder eine Regisseurin hier, was wir die letzten Casts immer wieder hatten. Seit Agnes war da, ist jetzt immer eine Frau anwesend hier im Cast. Zumindest ein Film von einer Frau. Diese Regisseurin, die war die erste Regisseurin, die mit einem Film für einen Oscar
in der Kategorie Beste Regie nominiert war, nämlich mit ihrem Film Sieben Schönheiten. Aber wie gesagt, um den geht's nicht, sondern jetzt geht's um Liebe und Anarchie. Es geht um Tonino, einen jungen, ein bisschen naiven Mann, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs nach Rom kommt. In Italien ist er schon. Und der kommt mit der Mission, den faschistischen Diktator Mussolini zu töten. Ja, und solange wie das Attentat vorbereitet wird, findet der Unterschlupf quasi in einem Bordell, wo sich ein paar verhängnisvolle Beziehungen zu den dort ansässigen Damen entwickelt. Ich habe den Film aus zweierlei Gründen mitgebracht. Einmal, weil ich gerne auch wieder eine Regisseurin hier mit im Cast hätte. Und das habe ich so mit. Und auch, weil ich fand, dass das eine ganz tolle Mischung aus Drama, Tragödie, aber auch so ein bisschen Komödie und Satire ist, gerade wenn so ein paar Mussolini-Verehrer auftreten und der dann auch eine ganz klar antifaschistische Botschaft hat. Der hat eine recht gute deutsche Synchronisation, wovon ich echt überrascht war. Den gibt's übrigens auf Prime. Und ja, ich fand ihn sehr gut. Glaubst du, und ich haben den beide nicht gesehen, oder? Nein, aber Stu weiß jetzt, was der italienische Titel auf Deutsch übersetzt bedeutet. Oh, na dann hau mal raus. Also, wenn mich meine Italienischkenntnisse nicht trügen, und damit meine ich natürlich den Google-Übersetzer, heißt der Film im Original ein Film über Liebe und Anarchie oder heute Morgen um 10 in der Via de Fiori im bekannten Bordell. Ah. Spannend. Yes. Es sind zumindest einige Eckpunkte der Geschichte erkennbar. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist diese Lina Wertemüller. Ich habe den Namen halt schon echt häufig gehört. Mhm. Ich meine auch, dass sie vor ein paar Jahren mal einen Ehren-Oscar fürs Lebenswerk bekommen hat. Das kann sein, ja. Und ich will ehrlich sein, ich dachte immer, das ist eine Österreicherin oder so. Halt wegen dem Nachnamen ja, Wertemüller. Ja, lässt nicht auf Italien vermuten. Ja. Ja. Ich habe von dem Film tatsächlich noch nie was gehört. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich den mal geguckt habe. Ich bin mir aber gerade sehr unsicher, weil während deines Monologs bin ich halt ein bisschen abgeschweift bei Wikipedia und habe mir das mal angeguckt, halt wegen dem Originaltitel. Und dann ließ ich mir so die Synopsis so grob durch und irgendwie, ja, ich meine, ich hätte den mal gesehen und ich meine, er hat mir gefallen. Aber ob das jetzt wirklich Liebe und Anarchie war oder doch ein anderer Film, kann ich dir nicht sagen. Das ist das Problem, wenn man alt und vergesslich wird. Ja, ich finde, der hat auch so einen Charme, den viele italienische Filme oder diese Atmosphäre, die auch bei Fellini immer wieder anzutreffen sind. Also dieses, keine Ahnung, irgendwie beschwingte, trotz eben, dass wir hier schon zur Zeit des Faschismus sind. Und es ist auch eine ähnliche Thematik wie Rom, offene Stadt, aber auch wieder hier eine ganz andere Herangehensweise. Nicht so dokumentarisch. Eine Frage hätte ich zur Musik. Wir haben ja schon eben Ennio Morricone erwähnt, der ja auch bei Cinema Paradiso für die Filmmusik zuständig war. Und bei Liebe und Anarchie ist es ein anderer sehr bekannter italienischer Komponist, nämlich Nino Rota. Oh ja. Natürlich weltbekannt für das Theme von Der Pate. Deswegen meine Frage, wie ist die Musik bei Liebe und Anarchie? Ja, die ist mir tatsächlich gar nicht so sehr in Erinnerung geblieben, aber ich hatte mir Nino Rota tatsächlich hier auch schon nochmal notiert, weil er später auch nochmal eine Rolle, also die Musik beisteuert, aber in Love and Anarchy ist er mir nicht so aufgefallen. Und noch eine Frage, ich sehe gerade, dass der Film eine FSK-18-Freigabe hat. Ja. Ist die berechtigt oder ist das doch so die FSK-Freigabe von der damaligen Zeit? Also ich glaube, dass es eher eine FSK ist, die etwas früher getroffen worden ist. Wobei ich auch sagen müsste, eine FSK 16 wäre, glaube ich, heute immer noch. Aber FSK 18 würde ich nicht sagen, nein. Okay. Eher durch die Bilder ab 18? Ich glaube, er ist wegen seiner Freizügigkeit. Okay. Ich glaube, wegen seiner Freizügigkeit eher. Weil, wie gesagt, wir sind hier in einem... Ja, schon ein bisschen, ja. Aber auf die Watchliste. Siehst du, und weil wir gerade bei nackter Haut sind, hat jemand von euch die 120 Tage von Sodom gesehen? Nein. Ja. Und das war eine echt miese Überleitung. Ganz ehrlich, noch schlimmer wäre halt wirklich gewesen, ich fand den Film kacke. Apropos kacke, habt ihr gesehen? Also, ja, ich habe ihn gesehen. Ist nicht falsch verstehen. Es ist kein schöner Film. Und das soll er ja auch nicht sein.
Der ist wahrscheinlich mit einer der verstörendsten, widerlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Und das war ja auch so initiiert vom Pasolini. Und im Gegensatz zu vielen anderen, ich nenne es mal Schockerfilmen, wie jetzt zum Beispiel A Serbian Movie oder so, denen ja auch immer wieder irgendeine, ja, ich nenne es mal Ebene angedichtet wird, dass da ja irgendwas behandelt wird in ihrem Kern, finde ich, dass man es bei Salo, also die 120 Tage von Sodom, auch wirklich merkt. Und das ist ein Film, der wirklich hochgradig unangenehm ist. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich habe nicht so schnell vor, es nochmal zu machen. Und wenn ich Leute irgendwie höre, sehe oder ich lese, dass irgendwie Leute ganz stolz sind, ey, ich habe den härtesten Film meiner Zeiten angeblich gesehen, Salo, aber wisst ihr was, der war gar nicht so hart, dann kommt man ja die Galle hoch, weil dann haben die Leute halt nicht verstanden, worum es in diesem Film geht, ja, was sein Zweck ist. Ich finde halt, der ist unglaublich wichtig. Ich finde, ja, ich würde ihn sogar als Meisterwerk titulieren, aber bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Film, den muss man halt nicht sehen, den muss man durchleiden, den muss man durchstehen. Ja, bei mir steht er noch an. Und ich muss jetzt auch irgendwann mal noch eine Doku über Pier Paolo Pasolini, glaube ich, schauen und mal sehen, vielleicht dann im Zuge dessen. Ich meine, der Film ist quasi dafür mitverantwortlich, dass der Regisseur ermordet worden ist, ne? Also, harter Stoff. Ja. Jetzt wurde es wieder ganz schön dark. Sag mal so, es bleibt. Ich hätte mir Cinema Paradiso, glaube ich, zum Schluss aufheben sollen. Ich merke es schon. Ja. Ich habe mir mein letzter Film, das ist noch ein netterer Film, würde ich sagen. War ich mir extra fürs Ende auf. Sehr gut. Aber eben fürs Ende, deswegen sind wir jetzt noch mal ein bisschen. Genau, und zwar habe ich mir einen Film rausgesucht, der aus dem Jahr 1966 ist und in der sich um ein reales Ereignis dreht. Und zwar handelt es sich hier um Schlacht um Algier. Ah, ja. Der Film ist von Guido Pontecorvo und ist primär natürlich auf Italienisch, aber Arabisch, Englisch und Französisch findet sich in diesem Film auch, denn der Film spielt zur Zeit der algerischen Unabhängigkeitskriege gegen Frankreich. Und die Handlung ist eigentlich relativ einfach zusammengefasst. Es geht eigentlich primär um die französische Armee und um die FLN. Das war eine terroristische Vereinigung, die quasi Bombenattentate und vieles gemacht haben, um halt quasi Aufsehen zu erregen und halt politisch was bewegen zu wollen. Und die sind dann natürlich auch immer extremer geworden, sodass dann halt auch irgendwann Zivilisten da mit einbezogen worden sind. Und dann geht es quasi um dieses Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen. Auf der einen Seite beobachtet man halt die FLN und auf der anderen Seite beobachtet man diese französische Armee, die hier von dem Colonel Mathieu befehligt werden. Und ich sag mal so, die nutzen jetzt auch nicht unbedingt die nettesten Mittel, sondern das ist auf jeden Fall schon sehr krass, wie da vorgegangen wird. Und wie gesagt, das ist halt auch wirklich. Also ich sage jetzt nicht, dass das Ereignis 1:1 so passiert ist, aber an sich, wie diese französische Armee vorgegangen ist, wurde auch harsch kritisiert, da dort viel mit Folter gearbeitet worden ist und dass da allein, wenn man verdächtigt war, teilweise man da einfach direkt ermordet worden ist. Und das war auf jeden Fall sehr rücksichtslos teilweise, und weil dann auch so Häuser einfach gesprengt worden sind, wurden dann Häusersprengungen veranlasst und so, einfach weil da eventuell Anhänger dieser Gruppierung drin sind. Und genau, also der Film ist auf jeden Fall ein höchst politischer Film dann im Endeffekt, und der Film ist auch schon eigentlich dann wieder in der Tradition des Neorealismus. Da bewegen wir uns schon wieder in Richtung Rossellini, würde ich sagen, weil das hier auf jeden Fall sehr ungeschönt dargestellt wird
und auf jeden Fall sehr harter Stoff ist, aber gerade deswegen auch verdammt gut ist einfach, weil es ein interessantes Thema ist, wo man sich auf jeden Fall sehr, sehr lange mit reinlesen kann und natürlich dann dementsprechend natürlich auch spannend ist, da man halt quasi eine wahre Geschichte hat oder ein wahres Ereignis hat, worum sich das dreht, und dann ist es immer wieder natürlich erstaunlich zu sehen, wie viel Elend teilweise auf dieser Welt existiert oder dann existiert hat, weil das ist ja natürlich schon ein paar Jahre her wieder. Und das zeigt der Film aber einfach sehr gut und ist dabei halt, wie wir auch schon bei Rom offene Stadt gesehen hatten, dass man jetzt nicht so ein Schwarz-Weiß hat so, sondern dass es eigentlich sehr ambivalent ist so. Und ja, das funktioniert wahnsinnig gut und es ist auf jeden Fall auch wieder härterer Stoff, aber ich finde, es ist Stoff, den man sich durchaus ertragen könnte. Also ganz klar Antikriegsfilm, oder? Ja, auf jeden Fall. Zeigt er Kriegsszenen oder ist er eher wie barfuß durch die Hölle, der erste Teil? Also es werden jetzt keine realen Szenen, glaube ich, verwendet, sondern es ist quasi, also der Film ist komplett in Schwarz und Weiß auf jeden Fall auch. Mhm. Und es ist dann eher, dass dann das quasi nachgestellt ist. Also man hat dann diese, ja, okay. Genau. Weil der Film ist aus 1966 und ich glaube, die Unabhängigkeitskriege gingen bis 1962. Ist wieder einer von der Sorte, steht lange bei mir drauf und wird auch irgendwann geschaut. Ja, wie gesagt, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das ist so ein Film, wo man das Cover, glaube ich, oft schon gesehen hat, zumindest dieses Criterion-Cover, mit diese rote All, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was für ein Zeichen, das ist, glaube ich, von der Flagge von Algerien, meine ich. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, es steht bei mir aber auch schon seit längerem auf einer Liste. Ich habe mir nämlich mal vor einiger Zeit eine Liste gemacht von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, die immer wieder als Antikriegsfilm tituliert werden. Und ich tue mich mit der Bezeichnung Antikriegsfilm immer sehr schwer. Meines Erachtens habe ich erst zwei Antikriegsfilme gesehen, wo ich das Anti auch wirklich unterstreichen würde. Das eine ist halt für mich Apocalypse Now und das andere ist Komm und Sieh. Dankeschön. Ich mag heute den Lukas mehr als den Paul, ich weiß auch nicht. Hä? Ich hab dir auch zugestimmt, du hast mich nur nicht gehört. Ach so, ja, aber ja, guck mal, jetzt ein bisschen mehr Elan in deine Zustimmung bringen sollen. Der Film, also Schacht und Magier, steht auch auf der Liste, weil der von ganz vielen Quellen, die ich, wo ich auch sage, den vertraue ich, auch immer wieder gesagt wird, ja, der ist wirklich auch Antikriegsfilm. Deswegen werde ich mir den irgendwann auch mal ansehen. Ich weiß, das Wörtchen irgendwann wird ein bisschen inflationär hier benutzt, aber es ist nun mal so, dass wir leider nur begrenzte Zeit haben. Ja, und vor allen Dingen auch nicht immer die Möglichkeit, jetzt hier alles am nächsten Tag anzuschauen, wo man, ich weiß nicht, ob man sowas, wobei so ein, kann man vielleicht auch, läuft ja auch, hey, auf dem Criterion Channel. Du könntest dann eben doch als Eisverkäufer ja aufgeben. Hättest ein bisschen mehr Zeit, aber du willst ja. Hä, was? Ich habe noch nie als Eisverkäufer gearbeitet. Ach ja, stimmt. Ja, wer war das nur? Ja, jetzt kommt mal hier von wegen hier Neorealismus. Ja, jetzt kommen wir hier zum aktuellen Realismus. Und zur Premiere im Weltreise-Special. Er hatte doch keine Serie? Tatsächlich nicht. Oh, okay, dann fühle ich mich geehrt. Ja, ich habe euch mitgebracht eine Serie namens Gomorra. Es gibt auch einen Film, der so heißt, der ist genau. Auch sehr gut. Der ist von den hatte Matteo ich erst auf dem Schirm. Habe mich gefragt, ja, genau. Ob wir was miteinander zu tun haben. Ganz genau. Und zwar haben die was zusammen zu tun, nämlich beide basieren auf dem Enthüllungsbuch Gomorra vom Journalisten Roberto Saviano, der seit der Veröffentlichung des Buches unter Polizeischutz steht und danach auch relativ viele Bücher noch geschrieben hat und auch einige Vorlagen zu anderen Serien, zum Beispiel 000 geliefert hat. Und also es werden nicht dieselben Geschichten erzählt. Also der Film ist mehr so eine Abhandlung, so eine Art anthologische Abhandlung, würde ich sagen, der heutigen Mafia. Und die Serie verfolgt dann eher einen klareren, roten, narrativen Faden. Was beide gemeinsam haben, ist die, ja, Dekonstruktion würde ich es nicht nennen, aber die Offenlegung dieses Systems der Mafia, der Camorra, wie es in Neapel auch heißt. Denn wenn wir an Mafia denken, haben wir der Pate vor Augen. Ja, also ein alter Mann, der im Ledersessel in einer prunkvollen Villa sitzt. Und das hat halt mit der Realität nichts zu tun.
Haupthandlungsort zu Beginn. Es gibt mittlerweile 4 Staffeln. Die 5. Staffel wurde im Frühjahr abgedreht und soll dieses Jahr erscheinen. Es wird die letzte Staffel auch sein. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und es gibt so ein, wie nennt man das? So eine Art Siedlung in Neapel, die damals erbaut worden ist mit der Hoffnung, dass man dort halt all die Leute hinbringen kann, die nicht so viel Geld haben, damit sie sich von dort aus der Armut, sage ich mal, lösen können. Ist natürlich total komplett gescheitert. Das ist jetzt ein Hort der Mafia, die das wirklich kontrolliert. Das wird in der Serie auch sehr offensichtlich, denn es ist jetzt keine klassische, ich nenne es mal Krimiserie. Also Polizei kommt da nicht vor. Es gibt sogar ein paar Momente, wo Figuren überlegen, zur Polizei zu gehen und dann vor diesem Eingang der Polizei stehen. Und dieser Eingang, es wirkt fast so ein bisschen wie so der Eintritt in die Hölle, weil du weißt, wenn du halt jetzt zur Polizei gehst, dann hast du komplett verschissen. Und im Fokus stehen zwei Figuren. Ciro, das ist so ein Handlanger des großen Mafia-Bosses Pietro Savastano, und Savastanos Sohn Jenny, die im Laufe der Serie eine sehr interessante und dramaturgisch wirklich mitreißende Entwicklung durchmachen. Und ich weiß noch, als ich die Serie angefangen habe zu gucken, war ich hin und weg. Das war zu der Zeit, glaube ich, wo auch so Game of Thrones noch groß Thema war und immer wieder gesagt wurde, boah, Game of Thrones, hast du das gesehen? Das hat mich ja richtig mitgenommen. Und da konnte ich immer nur müde lachen, denn Gomorra hat mein Gemüt oft genug genommen und damit mal ordentlich den Boden feucht durchgewischt. Und das meine ich als positiv. Das ist eine Serie, die sehr bestürzend ist, sehr eiskalt, sehr hoffnungslos, sehr pessimistisch. Und was ich nie vergessen werde, ist, in der 2. Staffel gibt es eine Folge, die nur in Köln spielt. Da haben sie auch in Originalplätzen das gedreht. Und ich kenne mich halt in Köln ein bisschen aus. Und es war total irritierend, wenn du halt da Szene in Köln siehst und weißt so, boah, da war ich auch schon mal. Und ja, gut. Also Gomorra für mich eine sensationelle gute Serie. Sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Sie wird gerne so verglichen mit The Wire. Kann man machen. Ich finde, The Wire ist dann in der Komplexität des Systems doch ein bisschen ausführlicher, weil da eben mehrere Parteien gezeigt werden. Also nicht nur die Gangster, sondern auch die Cops und natürlich das Bildungssystem und die Medien. Das ist jetzt bei Gomorra nicht der Fall. Aber wenn ihr The Wire kennt und liebt, guckt auf jeden Fall Gomorra. Ihr werdet es nicht bereuen. Klingt sehr gut. Ich glaube, ich habe von Gomorra auch schon mal in einem anderen Podcast gehört und war dann da auch angefixt und einfach nur bestärkt worden. Es ist sehr interessant, weil diese Serie halt alles, was du mit Mafia assoziierst, halt wirklich nimmt und in die Tonne wirft. Also das ist halt nichts mehr mit Glanz und Edel und Luxus. Also klar, die Bosse haben Luxus, aber es sind halt nicht mehr diese Anzugsträger, ja, die auf Gentleman tun. Das sind halt mittlerweile Leute, die in Jogginghose und Hemd in ihrem dicken SUV durch irgendwelche Elendsgassen fahren. Ist das heute Zeit oder welche Zeit spielt das? Ja. Gegenwart. Okay. Ja. Gegenwart. Heute Zeit, ja, auch genannt Gegenwart, richtig. Also es ist sehr interessant, weil in späteren Staffeln auch wirklich Thematiken aufgebracht werden, die auch zur heutigen Zeit passen. Also das Thema Kapitalismus ist durchgängig vertreten. Und ich finde, dass Gomorra, genau wie The Wire auch, dir dabei hilft, Sachen zu verstehen, die du in unserer Welt halt erlebst oder mitbekommst. Und ich finde so das Thema Kapitalismus, nach Gomorra verstehst du wirklich recht gut, wie Kapitalismus funktioniert. Ja, klingt irgendwie... Klingt geil, ich weiß. Ja, aber ich glaube, ich wüsste nicht, ob das über mehrere Staffeln da, wie viele Folgen hat so eine Staffel oder wie lange geht das so? Es klingt für mich nach einem schweren Thema, wo ich lieber froh bin, wenn das in 2 Stunden oder so abgehandelt bin und dann kann ich wieder was anderes sehen. Also es gibt da schon Entwicklungen und die Serie ist auch so eine Serie, die kein Problem hat, wichtige Figuren sehr relativ abrupt wirklich abzusetzen, weil es ist halt die Mafia. Und es gibt halt aktuell 4 Staffeln und pro Staffel sind es immer so 10 bis 12 Folgen, a 50 Minuten. Und ist, also, ja, ich finde schon, ab der 3. Staffel wird es ein bisschen schwächer, weil sie da dramaturgisch nicht immer ganz so gute Fixpunkte gesetzt haben. Nichtsdestotrotz ist jede Staffel großartig. Und wie gesagt, es gibt wirklich verdammt viele Szenen oder Momente oder Folgen, die sich bei mir eingebrannt haben. Wie gesagt, großartige Serie, die hierzulande bei Sky läuft. Ich habe sie auf Blu-ray. Also könnte ich dann auch gerne so.
Also jetzt nicht mich anfragen, ob ich euch ausleihe, aber schreibt's in die Kommentare, Quatsch. ja, aber auf jeden Fall auch mit diesem ganzen Mafia, mit dieser ganzen Mafia-Thematik auch nochmal, ja, was ja fast schon ein Filmgenre ist, ja. Oder? In Italien, also... Jetzt zuletzt habe ich hier auch beim Telestammtisch Il Traditore als Grundzeuge gegen die Cosa Nostra besprochen. War auch so ein, ja. Also eine der treibenden Kräfte hinter Gomorra die Serie ist dieser Stefano Solima. Der hat ja auch Subora gemacht. Das ja, ist auch ein stimmt, großartiger genau. Mafia-Film, der, glaube ich, dann auch zur Netflix-Serie wurde. Die habe ich aber nicht gesehen. Und wenn ihr halt ein Faible hat für gegenwärtige, realistische Abhandlung der Mafia, kommt hier, glaube ich, weder um den Film Gomorra noch um die Serie drumherum. Das war nochmal ein etwas süsterer Ausflug. Ich finde, es war dafür, dass es das erste Mal eine Serie war, war es eine gute ja, Empfehlung. Weil's wahrscheinlich, auch ja. Ich hatte halt die Wahl, entweder Gomorra die Serie empfehlen oder halt eben Bud Spencer und Terence Hill. Gut, aber wenn du jetzt nichts mehr dazu zu sagen hast, du... Doch schon, aber ich möchte jetzt das nicht in die Länge ziehen, weil ihr ja beide auch das nicht gesehen habt. Und von daher würde ich sagen, können wir gerne zu deinem Film kommen. Reichen der mit dem Wasserball. Was ist mit dem Wasserfall? Du sollst mir den Wasserball reichen. Oh. Ach so, ich habe Wasserfall verstanden. Ich dachte, was will der jetzt immer unter Wasserfall, der Mann? Wasserball, hier bitte. Hopp, dankeschön. Okay, dann habe ich jetzt noch ein Film von Federico Fellini, unter anderem Regisseur von Filmen wie zum Beispiel Das süße Leben oder Die Nichte der Cabiria. Und ich habe mir den Film rausgesucht, 8,5 aus dem Jahre 1963 mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle. Und es geht ganz grob gesagt um einen Regisseur, der befindet sich an einem Kurort und ist so ein bisschen in der Schaffenskrise, beziehungsweise jeder sitzt ihm im Nacken, weil er endlich sein neuestes Filmprojekt mal fertigstellen soll. Produzenten, Schauspielerinnen, alle kommen dann auch irgendwie zu diesem Kurort da. Ich finde die Situation schon grandios und ja, mittendrin eben der Regisseur, der glaube ich auch Marcello heißt. Ach nee, Guido. Marcello hieß der in La Dolce Vita. Der Guido. Und ja, und wir bekommen quasi so ein Porträt dieses Regisseurs zu sehen. So mehr oder weniger. Mehr will ich auch gar nicht verraten. Mehr kann man vielleicht auch gar nicht sagen. Was man noch sagen kann, es verschwimmt quasi Gegenwart, Vergangenheit, Träume, Illusionen, alles zu so einem großen Machwerk und eben in so einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser Figur, die vielleicht nicht immer so richtig zugänglich ist, aber wie ich finde, grandios von Mastroianni verkörpert. Und also es gibt so viele grandiose Szenen in diesem Film, ist auch, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, 8,5 übrigens da deswegen, weil es quasi Fellinis 8,5. Film war, nach 7 lange Filmen und ein oder zwei Kurzfilmbeiträgen hat er sich eben für diesen Titel entschieden, der ursprünglich nur Arbeitstitel sein sollte, aber dann halt auch zum richtigen Titel wurde. Ich finde den großartig. Ja, ich auch. Also ich kann dir da zu 100% zustimmen. Es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer der ersten Filme, die ich so gesehen habe, die wirklich irgendwie sehr viel in mir bewegt haben und einfach viele Dinge, viele Ansichten irgendwie in meinem Kopf geändert haben. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall komplett auf deiner Seite. Ich finde 8,5 ist ein absolutes Meisterwerk und wahrscheinlich auch mein liebster Film von Fellini. Ja. Und mich auch, ja. Den ich wirklich von vorne bis hinten einfach absolut genial finde, weil er wirklich so eine, auch eine gewaltige, starke Bildsprache hat. Oh ja. Gewaltige Bilder und dann gleichzeitig aber diese Geschichte so super, obwohl die wahnsinnig surreal die Geschichte ist, so super flüssig läuft, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass man wirklich die ganze Zeit dieser Person folgt und einfach diese von dieser einen Station zur nächsten, dass man da einfach dieser Person immer weiter folgt und aber man nie das Gefühl hat, irgendwie diese Person zu verlieren, sondern dass man irgendwie immer an der Person dran ist, auch wenn man die Person nicht unbedingt immer versteht. Ja. Und das macht der Film wirklich unfassbar gut und ich find's auch wahnsinnig spannend, weil wenn man den Film sieht, dann
realisiert man erst, wie unfassbar viele Leute davon beeinflusst wurden und wirklich wie Federico Fellini damit wirklich eigentlich den Weg geebnet hat für surreale Filme. Also wenn man da einen Blick zu David Lynch wirft oder zu Terry Gilliam, da sieht man auf jeden Fall, dass da Einflüsse von diesem Film vorhanden sind, was sie auch oft von den Regisseuren selbst auch gesagt wurde oder auch noch wird. Ja, die sind ja auch ganz großer Verehrer, glaube ich, auch Scorsese und auch Tarantino. Ja. Der zum Beispiel diese ganz berühmte Tanzszene dann später auch in Pulp Fiction wiederbelebt hat. Und ich finde, also wirklich Fellini fährt ja auch da so gigantische Größen, wahnsinnige Sets ab, welche ja irgendwie der Regisseur einfach braucht. Eben in dem Film war es hier die Startrampe für irgendeine Rakete oder so, weil er einen Science-Fiction-Film drehen wollte. Und kann man auch sehen, heute gibt es andere Regisseure, die eben mal eben ein riesiges Flugzeug in eine Hangarhalle reinrollen lassen oder so. Oder solche Szenen wie zum Beispiel eine Audienz mit einem, was, der Papst oder was, nur irgendein Priester in der Sauna. Das sind solche surrealistischen Momente, die aber nie so komplett over the top wirken oder so, die trotzdem, dem man trotzdem folgen kann oder den man zumindest trotzdem da eine Handlung drin entdecken kann. Ja. Auf jeden Fall. Und du hast du 8,5 auch gesehen, oder? Nein. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob es in der Arte Mediathek war, irgendeine Dokumentation gesehen. Ich bin ja großer Fan von Filmdokumentation, also Dokumentation über Filme. Mhm. Und da wurde dieser Film auch besprochen. Und ich habe halt auch immer nur Gutes über den Film gehört. Und ich habe ihn aber noch nie gesehen. Also das Einzige, was ich mit diesem Film tatsächlich verbinde, ist dieses legendäre Bild von Mastroianni mit der Sonnenbrille. Und das war's. Ich habe ihn halt, ja, ich bin ehrlich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Na gut, ich kann ja noch schnell sagen, das ist ja so ein bisschen basiert auf Fellinis eigener Biografie, beziehungsweise Mastroianni ist ja hier auch so eine Art Fellinis alter Ego, beziehungsweise ist er eigentlich immer mal wieder, wenn er auch in späteren Filmen von Fellini auftritt. Und genau, Fellini hat sich halt vor diesem Film, beziehungsweise nach eben seinem großen Erfolg La Dolce Vita, auch in so einer Schaffenskrise befunden. Und er hat gesagt, na, dann mache ich halt aus dieser Schaffenskrise einen Film. Ich habe da auch letztens habe ich den Film nochmal wieder geguckt und hab mir den mit einem Audiokommentar tatsächlich angeschaut. Schön, ja. Genau, das war einmal ein Filmkritiker und ein Freund von Fellini, Gedeon Bachmann, und eine Filmprofessorin, Antonio Monda, und die erzählen dann da immer abwechselnd quasi, so ein bisschen wie ein Essay tatsächlich, dass sie dann, die analysieren quasi die Bilder und die Handlungen, die man gerade sieht quasi, so. Und das war auch nochmal wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil es gibt nochmal super viele tolle Eindrücke, die man auch vielleicht übersehen hat oder die vielleicht nochmal ein, zwei, drei Rewatches gebraucht hätte. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch auf jeden Fall nochmal eine tolle Erfahrung gewesen. Ich sag jetzt noch 10-mal auf jeden Fall. Und allgemein kann ich auch Audiokommentare, wenn ihr die Möglichkeit habt, sehr empfehlen. Ich finde das teilweise wirklich sehr toll bei Filmen. Also gerade wenn man Audiokommentare von dem Regisseur anhört. Da hatte ich letztens Mishima, ein Leben in 4 Kapiteln, mit einem Audiokommentar von Paul Schrader angeguckt. Oder La Haine Hass mit Audiokommentar von Mathieu Kassovitz. Das war wirklich das war, glaube ich, das beste Audiokommentar, was ich bisher gehört hatte. Das war sehr toll. Und was auch sehr, sehr, sehr schön war, das ist ein kleiner Exkurs, Audiokommentar von Yi Yi mit Edward Young. Das ist auch das ist Chef's Kiss. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Das ist, glaube ich, auch auf der Criterion Collection tatsächlich sehr drin, gut. Das Audiokommentar. Sehr gut, da muss ich auch mal reinschalten. Ich fand aber auch, also 8,5 ist für mich auch so ein Film gewesen, bei dem ich sowieso erstmal, also beim ersten Mal fand ich ihn, glaube ich, gut. Und dann aber erst mit den nächsten Malen habe ich gesehen, boah, der ist eigentlich mehr als gut, der ist, also da habe ich ihn dann erst so, ja, zu lieben gelernt, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Film, der wird immer besser, sehe ich genauso.
Und so geht es mir auch mit vielen von Fellinis Werken. Und da ich viele seiner Filme eigentlich mag, möchte ich jetzt nochmal kurz einen Schlenker zu einfach machen. Ich ratter sie jetzt hier so ein bisschen durch. Sehr gerne. Und wenn ihr auch was sagen wollt, dann könnt ihr reingerätschen. Also natürlich La Dolce Vita oder eben Das süße Leben ist auch grandios, finde ich auch schön. Ich kann immer nicht ganz so viel mit La Strada oder Die Nächte der Cabiria anfangen. Also ich finde die auch gut. Aber die catchen mich nicht so richtig, ich weiß nicht warum. Das wundert mich, weil ich finde die beide sehr toll tatsächlich. Also gerade Die Nächte der Cabiria. Also ich muss sagen, ich mag ja, die auch ein bisschen besser. Ich mag Giulietta Masina sehr gerne. Also ich finde die wahnsinnig, wahnsinnig charmant und sympathisch und irgendwie auf der Leinwand und wieder. Und gerade in der Nächte Cabiria, den fand ich sehr toll, den Film. Ja, ist ja, glaube ich, sogar die Frau von Fellini, ja, oder war die Frau von Fellini. Genau. Und ich finde ihre Charaktere manchmal ein bisschen anstrengend, beziehungsweise in La Strada fand ich sie dann doch ein bisschen sehr naiv. Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon sehr. Vielleicht lag es daran. Sehr überspitzt teilweise. Ja. Und auch so ein paar spätere seiner Filme mag ich eigentlich auch, wobei man da so ein bisschen aufpassen muss, weil es ist nicht mehr dann alles so gelungen, was er dann noch gemacht hat, aber für mich trotzdem noch empfehlenswert. Zum Beispiel Casanova mit Donald Sutherland. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich, muss man wissen, worauf man sich einlässt. Da gibt es dann auch wieder mal ein paar nackte Tatsachen zu sehen. Du, vielleicht was für dich? Und auf die Watchliste. Dann Fellinis Stadtporträt von Rom finde ich ganz großartig. Das ist ein Film Roma. Also Fellinis Roma, nicht der Roma von Cuarón, der jetzt vor ein paar Jahren kam. Ist eine Mischung aus Dokumentation und Surrealismus. Finde ich sehr unterhaltsam. Und dann wie ich finde, sehr untergegangenes Meisterwerk von ihm. Gibt es ja nur noch ganz schwer auf DVD oder so zu finden. Fellinis Schiff der Träume. Das beginnt als ein Stummfilm, blüht dann so ein bisschen zur Oper auf und am Ende gibt's dann so viele Metaebenen. Klasse Film, der ist gesellschaftskritisch, der ist humorvoll, der ist surrealistisch. Ich fand ihn ganz toll. Ja. Ich hab sonst nur, also von den, ab den 70ern habe ich, glaube ich, nur Amarcord gesehen. Das war ja der einzige Film, der hat mir aber auch durchaus gefallen. Ich muss auch sagen, da bin ich, glaube ich, recht basic, aber für mich ist Fellini auf jeden Fall eigentlich auch mein liebster italienischer Regisseur. Wie seine Filme schaffen es mich auf jeden Fall immer zu verzaubern. Ich liebe auch La Dolce Vita wirklich sehr. Ja. Möchtest du noch was zu Fellini sagen? Weil sonst würde ich einfach weitermachen. Ja, mach weiter. Vielleicht haben wir ja nochmal an anderer Stelle irgendwann mal die Gelegenheit, nochmal ausführlicher über andere seiner Filme zu reden. Wie gesagt, über die Müßiggänger hast du ja schon in einem Moviecast gesprochen. Genau. Genau, wir waren jetzt im Neorealismus. Wir waren bei, ich würde es Drama nennen, mit schönes Drama mit Cinema Paradiso. Dann waren wir wieder bei eher düsteren Sachen, würde ich mal sagen. Und dann waren wir bei Gomorra. Und jetzt habe ich tatsächlich nochmal einen Film rausgesucht, der eine etwas andere Kerbe einschlägt oder eingeschlagen hat. Und zwar ist das Il Sorpasso, heißt der Film. Im Deutschen Verliebt in scharfe Kurven. Und genau, das ist natürlich mal wieder Deutschland, das Land der Dichter und Denker, war wieder am Werk. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei tatsächlich um eine Komödie. Ein Werk der Commedia all'Italiana, also der Komödien der 50er und 60er, die sich hauptsächlich satirisch mit dem italienischen Bürgertum und solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Und da ist dieser Film ein zentrales Werk. Der Film ist von Dino Risi und mitgeschrieben von Ettore Scola, von dem ich ja vorhin auch schon gesprochen hatte, bei Ein besonderer Tag. Und genau, in dem Film geht es, also erstens ist der Film von 1962, also eigentlich zu einer Zeit, in der der Neorealismus auf jeden Fall auch noch groß war, würde ich sagen, und so Fellini so das große Ding war, würde ich mal sagen, kam Dino Risi mit dieser Komödie und hat einfach mal was ganz anderes gemacht, würde ich sagen. Und zwar geht's um die beiden Personen Bruno und Roberto. Bruno ist in seinen 40ern
und ist so ein, ich will jetzt nicht sagen Taugenichts, aber ist auf jeden Fall jemand, der so ein bisschen, der jetzt keinen klaren Job hat, der so ein bisschen in den Tag hineinlebt und der ist unterwegs mit seinem Lancia Aurelia. Es ist ein schönes Cabrio, ein wirklich sehr schönes Auto und fährt damit durch Rom und trifft dann zufällig, da er eine Verabredung anrufen will und trifft dann dort auf Roberto, einen Student, der ihm quasi die Möglichkeit gibt zu telefonieren und da dann seine Verabredung abgesagt wird, schafft er es, diesen Roberto zu überreden, mit ihm zu kommen und ein bisschen was trinken zu gehen. Und von da aus beginnen dann eine Reise über 2 Tage, wo die verschiedensten Dinge erleben. Und was das Ganze spannend macht, ist, dass halt Bruno und Roberto Grund auf verschiedene Personen sind. Wie gesagt, Bruno ist so jemand, der in den Tag hineinlebt und der einfach im Moment lebt und einfach wild unterwegs ist. Während der Roberto ein sehr zurückgezogener, ruhiger Typ ist, der, wie gesagt, der einfach nur studiert. Und was ich an dem Film sehr toll fand, ist es halt quasi ein Roadmovie schon. Aber man hat das Gefühl, das Drehbuch ist wahnsinnig gut geschrieben, weil man wirklich das Gefühl hat, dass die sich durch Zufall, in den nächsten Zufall irgendwie in die verschiedensten Situationen reinbegeben. Aber dass jede Situation dann irgendwie beiden Personen irgendwas bringt und die dann da irgendwie was rausgewinnen können. Und das Schöne an dem Film ist auch, dass es halt nicht nur eine bloße Komödie ist, sondern also es hat auch durchaus hier und dort tragische Elemente und hat im Endeffekt ist es halt auch eine große Satire, dass sich das halt quasi stark mit dem Wandel der italienischen Gesellschaft beschäftigt, die halt nach dem Zweiten Weltkrieg sich auch durchaus verändert hat. Und der Film spielt quasi auch an der Spitze des Wirtschaftswunders, wo dann die Italiener angefangen haben, zu einer Konsumgesellschaft zu werden. Das zeigt sich ja im größten halt in diesem Auto, das der Bruno fährt. Das ist so einer der größten Symbole, sage ich mal, in dem Film, die das zeigen. Aber auch so Ansichten auf Ehe oder Familie und solche Dinge werden hier auf jeden Fall, und der Wandel diesen werden hier auf jeden Fall porträtiert und halt satirisch kommentiert. Vielleicht auch ein bisschen skeptisch gesehen. Ja, ich fand den Film sehr toll, weil, wie gesagt, das ein super gutes Drehbuch ist und einen absolut, absolut wunderbaren Soundtrack hat. Das ist so, der Film gibt einem gerade zum Ende, da sind dann viel so einige Szenen, die spielen dann am Strand und das ist wunderschön mit Musik hinterlegt. Dann, man hatte hauptsächlich Musik von Ries Ortoliani oder Pipino Di Capri und das sind so richtig geile Sommersongs, so, die so super, die richtig Laune machen einfach. Und das hat mir fast schon am meisten gefallen an dem Film auch, dass einfach dieser locker, leichte Soundtrack einfach die Stimmung so anhebt. Und das fand ich sehr toll. Und das ist wirklich ein richtig guter Film einfach. Es ist auch ein gute Laune-Film, aber der auch sehr zum Denken hier und dort anregen kann, wenn man genau hinschaut, sag ich mal. Kennst du den französischen Film Die Ausgebufften? Weil es, also deine Beschreibung erinnert mich ein bisschen daran. Ausgebufften? Nee, von was nicht mehr ist der? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Gérard Depardieu und Miu Miu mitspielen. Also, weil ich fand jetzt so, was du erzählt hast, es gab so ein paar Überschneidungen. Deswegen, da, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du die, wenn du ihn kennen würdest, also du kennst ihn jetzt nicht, aber ob du da vielleicht auch das Gefühl hast, dass die artverwandt sind. Also ich kenne den Film nicht, ich lese mir gerade ja einmal kurz die Handlung bei Wikipedia durch. Also ich würde sagen, also sind so zumindest so vom, was so passiert und so, auf jeden Fall unterschiedlich, also so viel kann ich sagen. Ist denn dein Pick, also jetzt der deutsche Titel, kann man jetzt finden, wie man will. Der deutsche Titel erweckt ja schon die Assoziation, dass das ein bisschen ein frivolerer Film ist. Ist er das denn? Also es ist schwierig zu sagen so, weil, wie gesagt, also an sich ist jetzt halt diese Beziehung und so, das ist eigentlich, oder so Liebe ist eigentlich, ist schon drin. Aber tatsächlich sind das eher die Momente, die eher für
so etwas dramatischere Momente genutzt werden tatsächlich. Also es ist jetzt nicht, dass die beiden da die ganze Zeit irgendwie ihre Sexualität ausleben oder so tatsächlich. Also das steht eher im Hintergrund, würde ich sagen, tatsächlich. Also es ist nicht, also natürlich an sich die Wortwahl und so auf jeden Fall ist da, und so ist das schon auf jeden Fall dann doch ein bisschen offener. Genau, ich sehe hier bei Wikipedia, dass der Film eine FSK 18 hat. Das wundert mich tatsächlich irgendwie. Da weiß ich, also bist du auf der Seite des richtigen Films? Ja, bin ich auf jeden Fall. Es wundert. Ja, das sind halt meistens diese alten FSK-Freigaben, die halt anno dazu mal gemacht worden sind. Da hat halt schon manchmal ausgereicht, dass ein blanker Busen oder eine Aufnahme eines nackten Hinterns dafür gesorgt hat, okay, FSK 18. Ich glaube, wenn du den Film heute nochmal der FSK vorlegen würdest, dann wäre es wahrscheinlich, ich habe nicht gesehen, aber wahrscheinlich ein 12er. Ja, wenn überhaupt. Oder so, ja. Genau. Also, das müsste halt einfach ein Verleih nochmal machen. Aber die meisten Filme, die damals FSK 18 sind, die sind mittlerweile halb so wild. Ich meine, man sieht es ja im Horrorgenre. Ich meine, da gibt es so Sachen wie irgendein Freitag der 13. Teil 12.000, der war früher halt beschlagnahmt, jetzt ist er FSK 16. Ja, okay. Ja, das kann sehr gut sein. Also ich kannte den Film nicht. Ich habe auch noch nie was davon gehört. Ich will auch ehrlich sein, bei dem deutschen Titel hätte ich auch kein Interesse gehabt, weil ja, das klingt ja wie so eine Sexklamotte, ne? Mhm. Aber das klang zumindest nach einem interessanten Film, ja. Der ja auch, also die Art von Film, die wir in diesem Podcast brauchen, weil sagen wir es, wie es ist, aber die Italiener sind schon eher so auf der pessimistischen Seite unterwegs. Ja, ne? Garantiert. Ja, deswegen ja, finde ich auch, es ist ein guter Abschluss zumindest für unsere Filme hier. Und ja, schön, dass wir doch noch mal so ein bisschen komödiantisch sind. Eben dachte ich mir, also ich dachte mir so, ich ende ja gerne immer mit so tief deprimierenden Sachen. Deswegen dachte ich, mache ich heute mal ein bisschen Kontrastprogramm. Ja, also wie gesagt, also den kann ich sehr empfehlen. Von den drei Picks, die ich jetzt hatte, würde ich sagen, ist das auch mein liebster Film tatsächlich. Oh. Und der hat mir am meisten auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich mag die Weltreise-Cast nicht. Jedes Mal, wenn ich rauskomme, ist meine Watchliste immer noch länger geworden. Also soll es ja eigentlich sein. Lieber eine volle Watchlist als eine leere Watchlist. Ja, das ist nicht möglich. Reicht mir immer. Ja, aber die Watchlist, wenn die einen dann immer so anguckt und dann die immer so zubrüllt, Schande über dich, Schande. Wollen wir noch schnell um die Watchlist eventuell noch zur Überlastung zu bringen, noch ganz fix einfach nur ein paar Filme in den Raum werfen? Oder ja, können wir habt machen. Ihr genug? Ein, zwei könnte ich auf jeden Fall noch nennen. Ich habe ja auch vorhin schon kurz von ein paar Regisseuren gesprochen, dann kann ich da ja eben noch fix spezifischer werden. Ich würde einfach das kriegen wir jetzt hin. Noch genau. Kurz, ja. Ich würde schon mal anfangen mit was Modernerem, ehrlich gesagt. Also mit was jetzt nicht, was in die Zeit reinpasst. Und zwar, wer es noch nicht gesehen hat, Call Me By Your Name, immer noch wunderschöner Film. Ich möchte da erwähnen, ich habe den damals in der Presseaufführung gesehen. Und manchmal bekommt man ja vor so einer Presseaufführung noch so ein Goodie geschenkt. Ja. Und in dem Fall gab es als Goodie eine Packung Haribo-Pfirsiche. Und ich habe mich immer die ganze Zeit über gefragt, warum denn bitte Haribo-Pfirsiche? Und dann später wusste ich es. Welchen Film ich erwähnen wollen würde. Und das ist ein bisschen kompliziert. Das ist ein Film, auch ein neuerer Film aus dem Jahre 2018 von Paolo Sorrentino. Loro. Die Verführten, da geht es um Silvio Berlusconi, es ist eine Satire. Der Film hat aber ein großes Problem. Es gibt ihn in zwei Fassungen. Es gibt einmal die internationale Fassung, das ist auch die es in Deutschland gibt. Ihr könnt den Film aktuell auch bei Netflix gucken. Da geht der Film 2,5 Stunden. Und es gibt einmal die nationale Fassung, da ist der Film ein Zweiteiler und geht halt knapp 4 Stunden. Und die haben halt für die internationale Fassung diesen Zweiteiler genommen und zusammengeschnitten zu einem Film. Und das fand ich sehr schade, weil ich glaube, das ist ein großartiger Film, aber halt nur in der italienischen Fassung. Und die habe ich noch nicht gesehen. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr den irgendwo bekommt, ich nenne es mal Originalfassung, dann schaut bitte mal rein und sagt mir bitte, ob es sich lohnt, weil ich fand die deutsche Kinofassung eher enttäuschend, aber ich habe da durchaus Potenzial gesehen, dass der halt wirklich eigentlich gut ist.
Nee, ich habe noch La Grande Bellezza oder Die große Schönheit. Auch von auch. Sorrentino, ne? Ja, kann sein. Das weiß ich gerade gar nicht. Zudem habe ich mir nicht so viel aufgeschrieben. Ja, doch, stimmt. Ja, auch ein Film, der eher so in die Feel-Good-Richtung schlägt. Zwar auch das Ganze ein bisschen, mir war fast ein bisschen zu glatt gebürstet, aber zumindest für so ein Sommerfeeling definitiv sehenswert. Das Leben ist schön. Ja, Habe ich garantiert, hier noch natürlich. dastehen als wahrscheinlich einer der bekanntesten Vertreter. Ja, auch eine Mischung aus Tragik, Komödie, aber über die muss an anderer Stelle gesprochen werden. Ich habe noch Der Leopard von Visconti, ein großes, episches Historiendrama, was auch heute noch unfassbar gut aussieht. Also wirklich, wenn man da die Blu-ray hat und wie die Farben und das alles dort hervorstechen, der sieht richtig gut aus. Und als letzten Film habe ich noch Das große Fressen, über Den dem schon mal beim Telos gesprochen wurde, glaube ich. genau, deswegen habe ich ihn nicht genommen. Sonst hätte ich, das wäre nämlich auch ein Kandidat gewesen. Aber Ja. ich dachte mir, komm, Mastroianni schon wieder. Ach, nee. aber ja, der ist auch sehr gut. Ja, genau. Ich hätte jetzt auch noch ein, zwei. Ich hätte jetzt noch auch einen Film von Visconti, und zwar Rocco und seine Brüder. Auch sehr toller Film über Rocco und seine Brüder, die in etwas ärmlicheren Verhältnissen leben, und einer der Brüder wird halt ein Boxer. Und ja, es ist ein Drama um das Leben quasi dieser Familie, die alle sehr unterschiedlich sind auch, und sehr zu empfehlen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten kann ich empfehlen von Rossellini noch ein, zwei Filme. Einmal Reise nach Italien, der hat mir sehr gut gefallen, weil der ein bisschen simplerer Stoff ist quasi, aber trotzdem so im Zuge des Neorealismus sich bewegt. Sehr zu empfehlen. Und dann noch Stromboli von Rossellini kann ich auch sehr empfehlen, weil den würde ich schon fast neben der Trilogie als seinen realistischsten Film bezeichnen. Da geht es um eine Frau, Karen, die einen italienischen Fischer heiratet, und die ziehen dann auf die Insel Stromboli, und sie realisiert dann so, wie sie nicht dahin passt, wie sie nicht dort angenommen wird. Und das wird da auf in vielen erschreckenden Szenen, sag ich mal, gezeigt. Bei Stromboli würde ich aber gerne trotzdem eine Triggerwarnung geben. Und zwar werden da in dem Film, ist da so, sag ich mal, da war so Tierrecht und so ein bisschen, wurde da ein bisschen ignoriert, sage ich mal. Also es gibt eine Szene, wo ein Hase von einem Frettchen erlegt wird quasi. Also das wird da so gefilmt, dass dieser Hase ist da quasi wieder fixiert, und dann wird da ein Frettchen aus dem Käfig gelassen, und es wird halt einfach gefilmt, wie das quasi deinen Nacken rein beißt. Das fand ich schon sehr erschreckend, weil ich das auch nicht mitgerechnet habe. Und dann gibt es noch eine relativ lange Szene, in der viele Fischer einen riesigen Schwarm von großen Thunfischen in ihre Boote holen. Und das ist auf jeden Fall auch sehr brutal, würde ich sagen. Also wer da das nicht haben kann, den würde ich auf jeden Fall dann Stromboli nicht empfehlen. Ja, das wär's bei mir. Okay, dann würde ich bei meinen Filmen noch abschließen wollen, wieder mit einem Film vom guten alten Franco Nero, mit dem ich ja meine Filmauswahl auch begonnen habe. Und dieser Film hat im Deutschen noch einen ganz wundervollen Titel, der richtig einladend klingt, nämlich der heißt: Wenn du krepierst, lebe ich. Das ist ein Road-Movie-Thriller, der durchaus Bezüge hat zu Peckinpahs Wer Gewalt sät oder den Klassiker Hitcher, der Highway Killer, und auch Spielbergs Duell. Es geht um ein Ehepaar, das ja einen Roadtrip macht, und dann aber kommt ein Bankräuber hinzu, der die beiden als Geisel nimmt. Und das ist wirklich ich habe das Wort, glaube ich, auch echt häufig benutzt, aber es ist ein räudiger Film, dessen Ende wirklich heute wie damals unerwartet ist. Ich will nicht sagen schockierend, aber damit rechnet man nicht. Und der ist, also der hat was, finde ich. Der ist halt sehr roh und rau, und ganz bestimmt weit entfernt von den Beziehungsdramen eines Ingmar Bergmann.
Aber ich finde, ab und zu ist so eine Art Straßenköter für Film auch ganz schön. Deswegen meine Empfehlung, wenn du krepierst, lebe ich, einfach nur auch, weil der Titel geil ist. Schön. Super. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wollte schon Zuschauer sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat und dass eure Watchlist jetzt einen Tacken länger ist. Und genau, wenn ihr noch, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas anzumerken habt oder wenn ihr noch ein, zwei Filme habt, die wir vergessen haben zu besprechen, dann dürft ihr uns das gerne mitteilen. Dann hoffe ich natürlich, dass wir uns bei der nächsten Weltreise hören. Das wird jetzt auf jeden Fall wieder spannend. Da haben wir schon die nächsten Länder geplant, aber das verrate ich natürlich noch nicht. Wir hören uns dann im nächsten Monat. Und dann würde ich jetzt das Wort nochmal übergeben und einfach mal Tschüss sagen. Genau, so. Und ich suche jetzt diesen gut aussehenden Herrn, der vorhin euch das Eis gegeben habe und möchte auch mir so eine Kugel Eis holen. Tschüssi. Ja, kann ich nicht empfehlen. Das Eis war sehr wässrig, nicht so geschmacksintensiv. Es war auch nicht besonders frisch, also da war ich sehr enttäuscht. Ich glaube, das war einfach nur so hier billig Eis vom Rewe für 1,90 mit irgendwelchen Farbstoffen drin. Also solltest du dich nicht machen. Also ich bin dafür, wir gehen jetzt schön hier vom Strand mal runter und essen eine Pizza. Und dann gucken wir weiter und ich sage auch Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.